Hallo, ich bin Philipp Haas von Investor Search Aktienbildung und in diesem Video geht es um Workday. Kennt man in Deutschland wahrscheinlich nicht so, aber es ist eine der ganz großen Cloud-Firmen, ähnlich wie Salesforce, und sind dabei auch ein eigenes Ökosystem und Plattform zu schaffen und gehen vor allem auch gegen SAP, denn sie sind sehr stark in Human Capital Management, also alles, was mit Mitarbeitern zu tun hat, aber haben zum Beispiel, sind sie jetzt auch in Finance reingegangen und kaufen auch immer mal wieder zu oder können natürlich dann immer mehr Verticals für verschiedene Bereiche starten. Und sie gelten in diesem Human Capital Management als der Technologieführer und gehen da vor allem halt gegen diese Legacy-Systeme, die noch nicht komplett in der Cloud sind. Ja, so sieht es von drinnen aus. Man kann da Mitarbeiter analysieren, fördern, bezahlen, gewinnen etc. Also es ist einfach das Verhältnis zu alten Softwaren, sieht es schon natürlich sehr schön aus und ermöglicht einfach viel mehr neue Analysen. Ja, oft werden so Sachen in kleinen Firmen noch bei Excel gemacht oder die Daten sind bei verschiedenen Software-Sachen. Genau. Aber es ist einfach alles, was HR braucht, in einer Plattform zusammen. Ja. Und wenn man halt einmal im Unternehmen ist, docken sie dann weitere Sachen an. Ja. Hier sehen wir das Human Capital Management, das ist die Market, der Markt ist so 16 Milliarden groß. Payroll ist aber nochmal 10 Milliarden. Financials ist größer, sind sie später gestartet. Analytics, also das schafft dann doch einen relativ großen Markt von 115 Milliarden. Und da sind noch nicht die Sachen dabei, die sie gar nicht noch nicht getargetet haben, was sich natürlich auch nochmal ändern kann. Sie sind, und was dazu noch kommt, also CRM, also das ist das, wo Salesforce drin ist. Hier schon sehr, sehr viel in der Cloud, im Enterprise. Price Resource Planning und Human Capital Management, das sind die zwei wichtigen Bereiche. Da ist es noch deutlich weniger und es gibt natürlich dadurch noch viel Wachstumspotenzial, was auch für Analytics gilt. Ja, und sie können ihre Kunden halten und die sind alle sehr, sehr happy. Und ja, es ist auch keine kleine Firma, ja, die machen schon über fast 3 Milliarden Umsatz, was im Cloud-Segment natürlich sehr, sehr stark ist und vor allem ist es sehr, sehr viel Subscription, was einfach nochmal höher ist. Ja, sie haben auch ein bisschen, eigentlich ist das 3,7, ja, das ist der Backlog und sie haben aber auch ein paar andere, noch 15% des Businesses ist ein bisschen langweiliger. Aber das sind so die großen Cloud-Firmen, ServiceNow gehört noch dazu und die gehen sehr, sehr viel für Research und Development aus, sind aber trotzdem gar nicht so unprofitabel. Und dieses Geld, was hier investiert wird, das wird natürlich auch in neue Produkte dann gesteckt und kann dann irgendwann Werte heben. Ja. Workday wurde von den ehemaligen Gründern von PeopleSoft gegründet. Die wurden ja in der feindlichen Übernahme von Oracle gekauft. Das fanden die beiden Gründer David Duffield und Anil Bashri nicht gut und haben danach dann, wie gesagt, Workday gegründet und auch mit 2012 einen Börsengang gemacht. Die Aktie war damals schon sehr, sehr teuer, ist aber weiter gestiegen und genau, hier sehen wir noch so ein bisschen, was so die Tech-Strategy ist, etc. Also sie sind da auf jeden Fall auch ein Marktführer nach Gartner in ihren Bereichen und wir sehen hier, dass sie auch hier die Nummer 1 von den Reviews sind. Natürlich gibt es kleine Produkte, die ähnlich gute Reviews haben. Es gibt viel Konkurrenz, aber der Markt ist natürlich auch sehr, sehr groß. Paycom ist zum Beispiel eine Firma für etwas kleinere Firmen. Workday ist eher was für die ganz großen Corporates, kann sich aber auch natürlich dann ändern. Man geht natürlich erstmal auf die ganz großen Firmen. Hier, wir sehen der Gründer, also einer der Gründer ist immer noch CEO und wird sehr, sehr hoch geratet, 95%, da ist man top Wert und gehört dazu dem Top 100 auch in der USA und 4,0 ist auch eine sehr gute Bewertung. Ja. Was gibt es jetzt nach dem fairen KGV? Ja, es ist ein Top-Produkt, Top-Geschäftsmodell, Markt ist groß und wächst auch stark, es gibt allerdings Wettbewerb, aber was halt schön ist, wenn es mal eine Krise gibt, deswegen gebe ich jetzt irgendwie nicht mein Finance-Abo-Modell, das wird dann nicht groß weniger. Das Management ist noch Gründer geführt und die Strategie zur Platzung zu werden ist auch richtig
Umsatzwachstum ist für die Größe immer noch top. Natürlich gibt es kleinere Cloud-Firmen, die stärker wachsen, die sind aber dann nochmal deutlich defizitärer und einfach viel, viel kleiner. Gewinne könnten natürlich noch mehr sein. Bilanz, wir haben auch Netto-Cash. Insgesamt gibt es eine Bewertung von 8,9, also es ist ein Qualitätsunternehmen und wie gesagt, über 9,0, da gibt es wirklich ganz, ganz wenige. Ein faire KGV wäre 29, da sie aber noch in der Wachstumsphase sind und wie Sie haben es gesehen, vielen Research und Development einsetzen. Ich glaube, das ist einfach so eine Schätzung, im eingeschwungenen Zustand ist eine Nettomarge von 30% möglich. Das wäre dann ein Kursumsatzverhältnis von 8,7. Ja, die Aktie aktuell, wir sehen es hier, ist allerdings bei einem Price-Sales-Faktor von 14. Nächstes Jahr, zumindest auf bereinigten Zahlen, sollen sie hier sogar positive Earnings machen. Laut Market Screener werden sie hier immer noch Verluste machen, was wahrscheinlich dann die GAAP-Zahlen sind. Also, es ist ein Top-Unternehmen, aber es ist halt auch schon im Preis drinnen. Ja? Und wir sehen auch die Marktkapitalisierung von 40 Milliarden. Da geht natürlich nochmal eine Verdoppelung, aber Zehnfachung wird dann schon sehr, sehr eng. Aber sie sind, wie gesagt, halt mit Salesforce, ServiceNow und Adobe gehören sie zu den ganz großen Enterprise-Software-Firmen, die nicht mehr verschwinden werden. Beispielsweise kleineren Firmen, die vielleicht dann ein Feature haben, auf 10 Jahre man das nicht genau weiß. Ja. Und das ist natürlich auch immer so eine Absicherung nach unten. Wie gesagt, sie sind gerade im Enterprise Resource Planning ein harter Konkurrent zu SAP. Klar, die Gründer halten noch Anteile, aber wenn die Wert zum Beispiel hier nochmal 30% fallen würde, dann wäre das vielleicht auch wieder eine Größe, die SAP stemmen könnte. Ja? Weil, und könnten sich dadurch, wenn das von der vom Staat her möglich wäre, den Hauptkonkurrenten entledigen, anstatt irgendwie kleine Softwarefirmen, die das Portfolio nur ergänzend zuzukaufen. Aktuell wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu groß für SAP, aber man weiß ja nie, wenn es mal enger wird. Also, toll, wie gesagt, tolles Unternehmen mit viel Konkurrenz und einer der Cloud-Führer, der in einer sehr, sehr großen Liga spielt. Man kann es sich außerdem auch mal selber im Unternehmen überlegen, diese Prozesse besser zu machen und outzusourcen, da das einfach neue Möglichkeiten ergibt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne auch andere Aktienvideos anschauen und natürlich dem Kanal beitreten.